wo die Kirche jetzt steht, kann man als Wunder Gottes deuten. Wenn Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden und auf übernatürliche Weise in das Leben eingegriffen wird, spricht man von einem Wunder. Der Sage nach ist so etwas im Jahre 1143 in Kirchberg bei Mattighofen geschehen. Darum steht die Kirche heute nicht da, wo sie eigentlich geplant war. Die Kirche wäre geplant gewesen, hier am Geisberg zu erbauen, der 586 Meter hoch ist. Aber über Nacht wurde dreimal das Baumaterial an den Platz verbracht, wo die Kirche jetzt steht. Und das wurde als Wunder Gottes angesehen und daher wurde eben die Kirche am jetzigen Platz erbaut. Kirchberg, Kirche am Berg. In der gut 1100 Einwohner großen Gemeinde ist der Ort, an dem diese Kirche steht, immer wieder ein entscheidender Schauplatz der Gemeindegeschichte. Und das bis zum heutigen Tag. Bedeutsam war zum Beispiel das Jahr 1363. Im Bayerischen Erbfolgekrieg verschanzten sich etwa 30 plündernde Bauern mit ihrem Raubgut in der Kirche. Daraufhin ließ der herrschende Burgvogt diese Kirche anzünden und die Bauern verbrennen. Anschließend wurde eine neue Kirche gebaut, eben die heutige Pfarrkirche, die der heiligen Kunigunde geweiht ist. 1364 wurde sie eingeweiht. In der Pfarrkirche befindet sich auch ein oberösterreichweites Unikat, das Heilige Grab und der mechanische Rosenkranz. Hinter dem Hauptaltarbild integriert ist das Heilige Grab aus dem Jahre 1857, das im Zuge der Altarrenovierung 1998-99 wieder instand gesetzt wurde. Die Mechanik versenkt zur Auferstehung den Leichnam Christi im Grab und der Auferstehungskristus kommt im Hintergrund empor. Das Heilige Grab wird jährlich vom Gründonnerstag bis zum Sonntag nach Ostern geöffnet. Einzigartig ist auch der mechanische Rosenkranz, der sich hinter dem kleinen oberen Hauptaltarbild befindet. Er stammt aus einer Zeit um 1750 und zeigt die fünf Gesetze des schmerzhaften Rosenkranzes. Den nehmen wir immer zum Beten bei einem Todesfall im Betrieb. Einmal pro Todesfall wird dann der Rosenkranz gebetet. Dabei werden die Bilder gezeigt. Zur Pfarre Kirchberg gehört auch die Filialkirche in Siegertshaft, die dem heiligen Martin geweiht ist. Errichtet wurde die Kirche in gotischem Baustil, die Einrichtung ist barock. Hier auf dem Geisberg ist ein beliebter Treffpunkt von Einheimischen, aber auch von Wanderern und Besuchern der Gemeinde. Denn von keiner anderen Stelle im Gemeindegebiet hat man einen derart beeindruckenden Blick auf das Salzburger Land und die Alpen. Sogar den 230 Kilometer entfernten Wendelstein kann man bei klarer Sicht gut erkennen. Während man vom Geisberg aus seine Blicke in die Ferne schweifen lässt, wirft man beim Orthopädie-Schuhhaus Aspodinger einen Blick in die Vergangenheit. Es geht um lange erfolgreiche Handwerkstradition. Maßgeschneiderte Schuhe werden hier in Handarbeit gefertigt. Jedes Paar ist ein Einzelstück und das schon seit mehr als 100 Jahren. Unsere Werkstätte gibt es seit 1896 und wird in der vierten Generation geführt. Als Orthopädie-Schuhmacher sind wir ein Gesundheitsberuf, fertigen orthopädische Schuhe, Einlagen und Zurichtungen an Konfektionsschuh an. Wir arbeiten nach Stand der neuesten Technik, aber sehr wohl auch als Handwerk nach alten Traditionen wie holzgenagelte Schuhe und rahmengenähte Schuhe. Mehr als 40 Arbeitsstunden und Tausende von Handgriffen sind notwendig, ehe eines der Unikate an seinen Abnehmer gehen kann. Die vier Mitarbeiter produzieren nicht nur moderne und gesunde Schuhe, sondern finden in der Werkstätte auch modernste Arbeitsbedingungen für Schuhmacher vor. Die optimale Kombination aus guter alter Zeit und modernen Möglichkeiten. Gesundheit ist auch hier im Hildegard Naturhaus ein Thema, genauer gesagt das Thema schlechthin. 1989 wurde das Hildegard Naturhaus gegründet und befassen uns intensiv mit der Hildegard Medizin und führen diese Produkte, die man für das gesunde Leben braucht. Diese Produkte beziehen sich auf das Wissen der Hildegard von Bingen. Im Hildegard Naturladen findet man Salben, Kräuter, Weine, Öle, hin bis zu Edelsteine oder auch Dachsfelle, die wichtigsten Sachen, was man für ein gesundes Leben braucht. Im 6000 Quadratmeter großen Kräuterschau- und Erlebnisgarten, der Besucher aus ganz Österreich anlockt, findet man einzigartige Biotope, vom Alpinum über ein Trockenbiotop bis hin zu einem Wasserlauf. Aber auch eine große Vielfalt an heimischer Tierwelt, speziell Insekten, ist hier beheimatet. Besonders stolz ist man auf hunderte von Heilpflanzen und Kräutern der Hildegard-Medizin sowie der allgemeinen Naturheilkunde. Geordnet nach ihrer Heilwirkung gibt es die im Garten zu bestaunen. Doch damit noch nicht genug.
Das Naturhaus hat außer dem Garten auch Spaß für die ganze Familie und ein nicht alltägliches Erlebnis zu bieten. In den Fingern kribbelt es, der Körper ist angespannt und wartet sehnsüchtig auf den einen Moment, das eine Erfolgserlebnis, Gold oder Edelsteine gefunden zu haben. Besser gesagt, gewaschen zu haben. Ein Besuch im Hildegard Naturhaus macht das jedermann möglich. Während sich Erwachsene hier auf die Suche nach Gold machen können, warten auf Kinder viele bunte Edelsteine. Wunder wird dazu keines benötigt, ein paar einfache Tricks reichen hier schon, damit der Besucher in einem unscheinbaren Haufen Sand einen kleinen Schatz finden kann. Kirchberg, eine Gemeinde, deren Name mit einer unglaublichen Geschichte verbunden ist und die noch heute jederzeit für einige nicht immer im Sand verborgene Überraschungen gut ist.